Hey, scheiß Kanzler. Ich schnapp mir deine Odin kurz. Dann dein Ausmerzer. Wir pusten General Engel das Licht aus und zeigen den Amerikanern, was eine Revolution ist. Im Programm heute Abend das jährliche Sauerkrautfest. Boah, da will ich gerne hin. Ich liebe Sauerkraut. Sauerkraut ist richtig gut. Das mag der echt. Schmeckt was? Matt, schmeckt fast wie echt. Vitalisieren stärkend. Proteinwürfel. Reich an künstlichen verstärkten Vitaminen. Geil. Was ist da denn? Brezel mit Senf, Mayo und... Ist das ein Bier? Die 66. Lustig wäre, wenn er die 88 stehen würde. Ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Wäre nur lustig. Ne, du? So, wir sind auf die Venus angekommen. Zum Glück haben wir alles Waffen bei. Wir, die, essen die Uhr nochmal. Kuckucksuhr? Eine Schwarzwalduhr da rumhängt. Das ist ein Schallplatten, das ist echt ein Schallplattenspiel, oder? Kann man die Schallplatten hier abspielen? Muss man jemand machen können. So, wo sind wir denn hier? Hier kann man nicht sehen, schade. Mond, Mond. Kommen wir nicht mal durch. Ja. So, da vorne steht ein Kollege rum. Dann ziehen wir mal unsere Kreise. Komm mal hier rein. Hey du! Wo sind wir denn hier? Trauben. Schöne Gebirge haben da erstmal hier hingegangen. Wild. Auch die 66, hat aber schon alles leer gegessen, der Vogel. General Engel, dankt euch für euren Einsatz auf der Venus. Bestimmt. America, the new order, coming soon. The new order. So, wo ist unser Kollege, der hier draußen rumläuft? Warst du mal ein Bye-Bye? Da geht's nicht hin. Oh, ich muss aufpassen, dass die mich nicht da sehen. Okay, wir müssen auf jeden Fall die Räume gleich noch durchgehen. Ich will die Räume. Da gibt's bestimmt interessante Sachen. Eine Startkarte haben wir gefunden. Da wollte ich gar nicht drauf drücken. Okay. Mal Angst, dass ich aus Versehen mal F drücke. Mit zwei Mann? Wo ist der Kommandant dabei?
25, 26, wo verbirgt sich der Kommandant? Steht er irgendwo im Raum drin? 19, 18. Moment mal eben, das Ding ist ja interessant. Raum 5 war ja unser Raum. Okay, zumindest werden uns jetzt die Räume langsam angezeigt. Geheim, geheim, geheim. Die Sachen alle so geheim sind, warum lässt er die dann hier liegen? Warum ist da so ein Play-Button drauf? Das erinnert mich daran alles ein bisschen an Prey. Mit der Station und so. Mond, Mond. Nee, Venus, Venus. Ja, ja. Und lass mich gerade, ein Lied gibt's garantiert hier. Kann man hier Schallplatten finden? Mal ganz kurz gucken hier. Schallplatten, Venus, zwei Stück hier. Dann gehe ich mal ganz stark davon aus. Das wird unser Venus-Venus-Lied sein. Und hat der immer Probleme, so da drüber zu kommen? Das sind die Proteindinger. Platte. Machen wir gleich sofort rein. Der hat ja auch schon zum großen Teil alles aufgegessen. Guck, was haben wir denn da? Schallplatten. Und das war Victor und die Vokalisten mit Berlin Boys und Stuttgart Girls. Und nach der Werbung hört ihr auf jeden Fall noch das Wetterbericht und die neuesten News aus Stuttgart und Berlin. Ich hab keine Ahnung. Ich bin... Wow, wo kommst du her? Warum kommst du her? Ich wollte Musik am Hören. Oh oh. Wo ist der Kommandant? Ach du Scheiße, wo bin ich denn hier? Kommandant? Das ist nicht der Kommandant will weniger, wo ist, ne, mehr. Kommandant? Da muss ja irgendwo sein. War mal ganz gut. Wo ist der Kommandant? Und will wieder mehr. Wow, Undi! Oh oh, nicht gut. Verdammt, hier ist nichts zum Heilen. Heilung, ich brauche mal irgendwas mit Heilung. Ach komm schon, Rüstung, irgendwas. Wow. Was war das? Dankeschön. Thank you.
Dann schmeißen wir uns das mal hier voll. Gut, dann würde ich mal sagen, wir rennen nochmal zurück und looten das mal alles. Jetzt haben wir noch ein bisschen was zu looten. Meine ganzen Räume ja noch gar nicht durch und alles. Kommt auf einmal angewackelt. Ist der denn bekloppt? Wird uns jetzt nicht jemand das angezeigt? Oh Gott, wie groß ist denn der ganze Laden hier? Was ist denn unsere Aufgabe überhaupt? Begib dich zum Generalstab. So. Gold. Mal ich mal kurz gucken. Gold, Gold, Gold. Gold, Gold, Gold. Venus. Hä? Achso. Der Heiler. Der Heiler. Himself. Mensch. Der gute Heiler. Hier kann man sich nichts holen. Oh, lecker. So, kann man hier Musik spielen? Oh, das ist so. Das ist doch doof. Keine Mond, Mond. Ja, ja. Wir schnappen uns erstmal hier alles weg. Und du kommt ja überhaupt generell keine Verstärkung mehr. Nicht gut. Also die Venus wird auseinandergenommen und sonst kommt ja keiner mehr an. So, wo waren wir jetzt drin gewesen? Hier waren wir schon drin. Da haben wir aber so erstmal auf Anhieb nichts gefunden. Waren wir hier drin gewesen? Er meinte ja auf einmal, der Kommandant, der hinter uns steht, obwohl ich ja nur Musik gehört habe. Ach du Scheiße. Hä? Sollen wir ganz kurz die Concept Arts gucken? Concept Arts von der Venus. Mhm. Ja. Ah. Also ungefähr haben sie sich ja also schon vorgestellt. Der sieht ein bisschen aus wie Jan Böhmermann. Und er sieht, ich sag mal, originalgetreuer aus, so mit dem Anzug. Oh Gott. Was erwartet uns denn alles noch? Alter, das sieht übel aus. Okay. Mond, Mond. Ja, ja. Gott. Wer hat denn hier, welches kranke Schwein hat denn hier gewohnt? Eklig. So, ganz kurz hier durchgucken, ob ich noch irgendetwas hier auf Anhieb finde, zum Mitnehmen. Mond, Mond. So, dann haben wir sonst noch jemand. Ja, Entschuldigung, hier Schlauf. Nerv mich ja selber. Limit erreicht. Schade. Gut, hier ist auch nichts bei, ne? Obwohl hier viele Top-Secret-Sachen bei sind, oder so viele geheime Sachen. Ist ein Koffer. Proteinwürfel, die kennen wir ja schon. Oh, hier dürfen wir mal auffüllen. Was? Möchte da noch irgendjemand was? Ding ist leer. Müssen wir auch mal nachfüllen. Lalalalala. Was haben wir denn hier? Hier rasselt doch ein bisschen was durch, okay. Oh ja. Das können wir auf jeden Fall gebrauchen. Wer bist du denn? Wer bist du von R2D2 hier? Achtung, halt. Hm. Speichern wir lieber zwischendurch. Hm. Oh, die Dinger können wirklich explodieren. Oder nicht? Obwohl nicht. Mensch, die Berglandschaft hinten.
kommen aber auch auf Ideen. So, gibt es hier vielleicht noch irgendwo so einen kleinen Durchgang, wo man durchkrabbeln könnte? Weil ich habe so eine tolle Krabbelfähigkeit. Ich habe garantiert schon einige Krabbeldurchgänge übersehen. Nicht rein? Ist schon interessant, also sieht cool aus, wie was die hier so alles gebaut haben. Nachdem sie jetzt hier vom Mond wohl weg sind oder was, oder ob sie noch eine andere Station auf dem Mond haben. Weiß ich nicht, wie ich da mitnehme. 190. Ach, da kann ich nirgendwo auffüllen, ich will das nicht. Da kommt man nicht durch. Moment mal. Ist das hier irgendwie... Oh ja. Oh, kann man machen. Gibt's auf jeden Fall eine Zerbröselungsphysik, sagen wir mal so. Ist ja cool. Muss man ja mal so, sowas muss man ja mal ausprobieren. Cool. Okay, die gehen sogar wirklich komplett kaputt. Also die haben nicht nur einen gewissen Grad, diese kaputt gehen können, sondern die können richtig auseinanderbröckeln. Das ist ja cool gemacht. So, erstmal hier alles aufessen. Liegt da was drunter? Nee, aber die Lampe, die ich gesehen habe, ne? So. Die Karte. Was? Unsere Führung? Unsere Ein und Alles. Ist das der Vogel? Ist das hier unser spezieller Heiler? Der war ja schon nicht schlecht gewesen, als man dem im Gesicht rumtreten konnte. Hat mir ja schon gefallen. Ja, normalerweise trete ich ja Personen nicht so gerne im Gesicht, aber bei einigen mache ich auch gerne mal eine Ausnahme. Es reicht, wenn sie gerne heilen. Oder so heißen. Der Heiler. Hier war doch vorhin noch ein Raum gewesen, wo konnte ich doch reingehen, oder nicht? Wo ist der denn? Oder kommt der erst noch? Wo ist der Raum, wo ich hätte reingehen können? Moment, wir können da noch lang. Und wir können da noch lang. Wie kommen wir denn da hin? Wir gucken mal eben ganz kurz hier. Was sind wir denn hier? Empfangshalle. Ah. Hier sind wir angekommen. Keine Schrotmuni. Das ist ja lame. Wenn wir nächstes Mal ein bisschen Schrotmuni legen können. Mond, Mond. Ja, ja. Hier ist aber auch nichts, was wir mitnehmen können. Na gut. Schade. Upsi. Er war so kopflos. Oh, geht schneller. Nein. Das wollte ich auswählen, die für die drei haben. Sind wir hier? So, Kommandozentrale hier. Nehmen wir da recht. Wir sind für eine seismografische Station. Nehmen wir hier. Oh, haben wir irgendwelche Erdbeben hier?
Sonderfolge von Liesel. Ja, sag ich doch, Liesel. Der Hund hieß Liesel. Wird von unserem geliebten Kanzler produziert. Los Angeles, 1. August 61, die Neumond Fernsehproduktionsgesellschaft im Meetinggebäude von Los Angeles gab gestern bekannt, dass unser geliebter Kanzler möge wie regieren eine kommende Folge der seit mehreren Jahren laufenden Fernsehserie Liesel produzieren wird. Gemeinsam mit Frau Adelinde, seiner Regisseurin, so, und der Leiterin des Filmministeriums, wird der Kanzler vom Drehbuch bis zur Kostümauswahl die gesamte Planung übernehmen, um seine Vision auf charakteristischen ehrgeizige Weise umzusetzen. Der Kanzler ist selbstverständlich geehrt, mit seiner Klarsicht und seiner außerordentlichen Schaffenheit seinen Beitrag zu diesem beliebten Fernsehsendung leisten zu können. So hatte Linde im Rahmen einer Presseerklärung. Geil, es gibt eine neue Liesel-Folge oder Liesel-Staffel. Geil, freue ich mich ja jetzt schon drauf. Ach, Liesel, das waren damals noch Filme. Die waren ordentlich schön produziert und nicht so ein komischer Kack, die es heute gibt, ne? Ach Gott, tut ja schon weh. Lalalalala, hier kam mit. Fast übersehen. Wenn es hier schon mal umsonst zu essen gibt. Ding ist auch leer. Gut. Bis später. So, hier waren wir drin gewesen. Da war ja der Raum, wo wir gerade schon mal reingeguckt haben. Da kann ich irgendwo durchkrabbeln. Ich muss langsam aufpassen. Ich glaube, ich komme langsam in Bereiche, wo ich noch nicht aktiv war. Ist das eine Kugel, die kaputt gehen könnte? Weil die so rot am Leuchten ist, wenn ich drauf gucke. Oh. Ja, das macht ja Spaß. Aber wo müssen wir überhaupt hin? Wir müssen da vorne durch. Da geht's nicht durch. Noch nichts mitnehmen. Die Dinger drehen sich noch lustig im Kreis. Jetzt wo die fährt ja auch noch rum. Rüstung haben wir genug. Einige Munitionssorten hätte ich gerne nochmal. Na, genau so was. Jetzt noch nicht die Welt gewesen? Vitalisierend, stärkend, Sauerkraut. Ich mag auch Sauerkraut. Ich mag's wirklich. Also, so schlecht ist Sauerkraut nicht. Haben die mich gesehen? Ja, was denn? Hat er so eine schöne weiße Kleidung an? Hallo! Oh Gott, warum die da leer? Warum? Wo kam der von hinter mir? Ich hab mir gerade ein bisschen mehr Sorgen gemacht. Wo müssen wir lang? Rechts oder links ist scheißegal. Tu mal dem Spielen gefallen und geh links lang. Muhahaha. Hey du! Tschüss! Was ist denn das hier für ein Laden? Oh, da kann man durchballern. Ach, das doch. Gulasch. Mond. Ja, ist ja gar nicht drauf. So, nee, wir nehmen das hier mal. Das macht auch schön Platsch. Davon haben wir noch ein bisschen mehr Muni gerade gefunden. Von daher nehmen wir das jetzt mal. Haben wir wieder 100 Schuss. Wo sind wir denn hier? Was von der Ladestation? Beziehungsweise Raumstation. Ladestation ist auch richtig. Da müssen wir gleich weiter durch. Aber wir gucken jetzt mal ganz kurz hier. Was haben wir denn hier? Stärke durch Wissenschaft und Industrie. Mhm. Also macht ja wohl nicht, wenn ich ein bisschen auf rumspringe. Wo sind wir denn? Wir sind wirklich in dem kleinen Ding da oben nur drin. Das ist die Venus. Da sind wir drin. Interessant.
Post haben wir hier? Aha. So, mal ganz kurz gucken. Gibt es garantiert irgendwelche Sachen zu mitnehmen? Welche sammelbaren Objekte? Sammelbare Objekte wären cool. Aber wo haben sie die denn versteckt? Was denn für ein Ding? Sieht ein bisschen aus wie bei Star Trek damals. Einfach so statische Karten, wo sich einfach gar nichts drauf tut. Wo die halt so leuchten. Wo man sich mal gedacht hat, müssen die jetzt die Karten austauschen? Was sind das für ein Ding hier? Ist das schlimm, wenn man dagegen schießt? Oh. Alphas E-Post von Alpha an Kommandant Helmut Behringer, 5. August 61. Behringer, Ihre Missachtung genauer Anweisung treibt mich zur Weißglut. Die Exemplare, die Sie mir letzte Woche beschafft hatten, waren schmutzig. Schmutzig. Und zwar alle. Sie sind Sie sind einfältig, als dass Sie die Bedeutung meiner Spezialforschung verstehen und für die Angelegenheit die benötige Sorgfalt einsetzen. Die chemische Zusammensetzung interessiert mich nicht. Es geht um die Aura der Farben. Ich habe Ihnen gezeigt, was schmutziges Licht bei Pflanzen bewirken kann. Genauso ist es bei den Menschen. Als Künstler in Wien habe ich mit hellen Farbtönen experimentiert, die synthetische reflektierte Muster von ewiger Tragweite. Die werden zum Sonderdienst in die australischen Gebiete. In die australischen Gebiete abkommandiert? Oh Gott. Dies ist Ihre letzte Chance zu beweisen, dass Sie nicht ganz und gar inkompetent sind, Behringer. Gezeichnet. Der Kanzler. Oh. Der Kanzler. Der gute Künstler. Aus Wien. Mhm. Ist wohl kaputt gegangen. War ich nicht. War schon so. Tut mir auch nicht leid. Ja, auch ganz ehrlich, ich war es. Das ist noch so eine Kugel. Ja. Kommen wir auch nochmal durch. Ja, die sollte ich nicht die gute Munition verballern. Ich nehme mal die hier. Die verbaue ich ja nicht so gut wie nie. Solche Sachen kann ich dann gerne mal das Ding hier verwenden, weil damit schieße ich halt so ungern. Weil er so komisch macht, obwohl ich das. Ich glaube, die war früher geiler gewesen, die Waffe. Aber dann habe ich die halt geskillt. Dann auch ist die, finde ich persönlich, so komisch geworden. So langsam, so. Weiß nicht, gefällt mir nicht. Fühlt sich nicht schön an. Na du? Mal jetzt auffüllen hier. Super Bier. Oh ne, ich meine, hier waren wir ja drin gewesen. Ich wollte da drüben gucken. Super Bier, super Bier. Rüstung haben wir hier. Ja, wir haben alles, ne? Sonst habe ich sonst hier nichts gefunden zum Lesen. Muni. Warte, ich habe gedacht, hier liegt ein bisschen mehr rum. Was machst du denn hier? Ist das schlimm, wenn man da rumspannert? Ach, das ist ein. Ach lol, der Ding verteilt Rohrpost. Lol. Moment, ist er da reingeschmissen? Mal gucken, ob der wieder da reinschmeißt. Aha. Kommt er nicht wieder hier raus? Da kommt er raus. Da geht er drin. Okay. Spiel dieselbe Animation nochmal ab. Was, dieselbe Animation? Alles klar, und los. Ist ja jetzt nicht so schlimm. So, Sauerkraut, vitalisierend und stärkend. Geil. Wenn ich die von gegessen hätte, würde ich mir jetzt eine Sauerkraut holen. Und ja, ich habe Sauerkraut da. Dann bin ich überhaupt richtig? Ne, ich renne schon wieder zurück. Ich bin falsch. Auf jeden Fall machen hier für die komischen Vitamindinger Werbung und für Sauerkraut.
hier jemand rumgammelt. Die Dinger explodieren auf jeden Fall. Weiß ich nicht, ob man drauf ballern sollte, wenn man so nah an irgendwelchen Scheiben ist, an der Venus. Weil, was sind das denn für... Was zum... Was ist das denn gewesen? Waren die Dinger nicht aus Star Wars? Da stehen noch welche rum. Was sind für Pyramiden hier rumgefahren? Kommen noch mal welche vorbei? Als ich auf der Venus eintraf, ging ja. Ein unvorstellbar klarer, heller Himmel. Daran kann man sich nichts ansehen. Das atemberaubendste, was ich je gesehen habe. Ich stellte mir vor, auf den Wolken zu stehen. Beschienen vom ersten roten Morgenlicht. Du sprichst wie ein Poet. Ich war auf der Schauspielschule. Deshalb kannst du so gut reden. Hast du von den Schauspielern von der Erde gehört? Ja, klar. Hab einem von denen gestern die Anlage gezeigt. Einem Herrn Llewellyn Ewing. Oh, warum sind die hier? Der Kanzler dreht einen Film. Die sind hier zum Vorsprechen. Na, wie wunderbar. Ich könnte als Statist mitmachen. Ich habe in Hannover Theater gespielt. Wir hatten sogar bezahlte Auftritte. Wirklich? Dann sprich vor. Wie ich hörte, geht's im Film um die Jagd auf Terror, Billy. Bei deinem Talent nehmen die dich bestimmt. Oh, danke, das ist aber nett. Das ist aber wirklich nett. Schade, dass ich sterben muss. Ja. Er hat in Hannover vorgesprochen und ist tot. Naja, wer ist mal in Hannover geblieben? Oder weshalb hättest du mal nicht die Seiten gewechselt? Du Spaten. Was, E? Konnte ich mal mit E mitnehmen hier? Aber ich höre den trotzdem immer gerne zu. Ist aber echt cool inszeniert und dann will ich nicht auch einfach durchrennen. Wenn man den halt auch die ganze Zeit erstmal nur eben kurz zuhören kann. Was ist denn hier passiert? Nee. Ja. Ja, ist doch nicht wahr. Ja, haben wir echt nochmal Glück gehabt, dass wir so gut geschauspielert haben. Na gut, einmal haben wir den Text ja verkackt. Absichtlich. Aber dann haben wir ja auch zu spüren bekommen. So, mir wird nichts angezeigt, dass ich irgendwas übersehen habe. Ich habe garantiert irgendwas übersehen. Weil ich nicht hundertprozentig in jede Ecke geguckt habe. Aber naja. Weiß ich nicht. Das ist einfach so ein Strecken vom Spiel, wenn ich mich hier umgucke, weil es reizt mich halt hier komplett umzugucken und alles zu finden. Aber gleichzeitig nervt das auch so ein bisschen, oder zumindest für so ein Let's Play, glaube ich. Ups. Moment. War immer eine rote Kugel. Ganz schön stabil, der ganze Laden hier. Also können auch gerne mal solche Dinger neben Scheiben explodieren. Macht das jetzt nicht so viel aus. Die Kollegen kamen hier drin rum. Okay, ganz gut speichern. Nicht erfasst, wir mal wieder vergessen. Bin mich erschrocken. Da haben wir es ja. Mein Ticket raus. Transportkapsel rufen. So ein Anzug. Okay, Kunst. Hm? So, einmal ganz kurz die Kunst angucken. Concept Arts von der Venus. Cool. Sieht auch wieder cool aus. Mit dem Heiler. Ah, Halle B, seismisches Zentrum, sag ich doch. Ach, das ist da, wo die Kammern sind, wo wir untergebracht worden sind. Cool. Ja, das haben wir geil gemacht. Ach, ich mag solche Sachen nicht. Das ist recht, wenn die noch im Spiel drin sind.
Nicht, dass man sich von irgendeinem Dings die Collectors Edition holen muss. Auch schön, aber da blättert man halt einfach mal einmal durch und dann hast du das Ding halt zu Hause rumliegen. Aber im Spiel direkt ist echt cool gemacht. So, Transportkapsel rufen. In den. Ich hab was gedacht. Bereit zum Einsteigen. Ich glaube, wir dürfen das Level verlassen. Schon. Wir haben echt nicht viel gefunden, ne? Ich guck mal ganz kurz, Moment. Concept Arts 2. Gold 2. Okay, da fehlt aber wirklich einiges. Gibt's eine Schallplatte fehlt noch. Oh, dann würde ich mal sagen, go. So, was haben wir bekommen? Aufgrund der heißen Umgebungstemperaturen der Venus bist du auf deinem Venus-Raumanzug angewiesen. Dank des Kühlmittels im Anzug kannst du dich auf der Venus bewegen. Wenn die Kühlanzeige niedrig ist, solltest du eine Kühlmittelstation aufsuchen, um deinen Anzug wieder aufzufüllen. Sinkt die Anzeige auf Null, stirbst du sofort an Überhitzung. Wow. Luft ist steckig. Die Hitze erdrückend. Das heißt für mich, ich kann mich gar nicht lange umgucken? Wie Texas im Sommer. Hier spricht Kommandant Altner vom Venus-Generalstab. Ja? Rufe Kapsel 7. Bitte antworten. Kapsel 7? Waren wir 7? Kapsel 7, bitte antworten. Weiß ich nicht. Sind wir 7? Steht da irgendwo geschrieben? Kapsel 7, wenn noch jemand lebt, bitte antworten. Wir würden das sehen, ob das 7 ist. Kapsel 7, wenn Sie mich hören, bleiben Sie ruhig. Eine Rettungseinheit wurde zu Ihrer letzten bekannten Position geschickt. Scheiße. Das ist ja nicht so gut. Verdammt, ich verbrenne. Ja, ja, ich weiß. Alter, sieht das übel aus. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Doom. Zeit für einen kleinen Einbruch. Muss den Generalstab finden. Und die Odin-Codes für General Engels Schiff stellen. Rein und wieder raus. Zu heiß. Ich brauche eine Abkühlung. Okay, machen wir nochmal. Erstmal Kühlmittel in den Arm tanken. Achtung, Verbrennungsgefahr durch Schwefel. Was? Schutzausrüstungspflicht in diesem Abschnitt. Okay. Interessant. Ja, bevor wir weitergehen, fliege ich aber trotzdem nochmal auf. Und mal ganz, ganz kurz hier gucken. Ja, das ist die Station. Da oben läuft nur einer rum. Okay. Interessant. Und ein Kamin ist da oben auch noch irgendwie. Okay, wir füllen nochmal eben auf. So. Ich würde mal sagen, bevor ich jetzt weitergehe, mache ich eine Aufnahmepause. Renne erstmal und lade den ganzen Kappes hoch. Also, wenn ihr gerne wissen möchtet, wie es weitergeht, schaut auf jeden Fall gerne in der nächsten Folge von Wolfenstein 2 The New Colossus wieder rein. Euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.